Let's go. Als die Welt von Dunkelheit verhüllt war. Lass das mal Cam an. Zückte die Göttin des Mana das Mana-Schwert und streckte damit die 8 Benevodona nieder, zerstörerische Monster. Sie sperrte diese Schrecken in den 8 Mana-Stein ein und rettete die Welt vor dem Untergang. Geschwächt verwandelte sich die Göttin in einen Baum und fiel in einen tiefen Schlaf. Und die Sonne nervt. Die Mächte des Bösen versuchten die Benevodena zu befreien, um die Kontrolle zu erlangen. Mit einem furchtbaren Krieg trieben sie ihren Plan voran, die Reiche zu destabilisieren. Der Frieden war Geschichte. Das Mana verschwand langsam aus der Welt und der Mana-Baum begann zu verdorren. Immer noch schöne Musik. Steinchen fliegt! Na, wer wird wohl Erster? Ob die ein Wettrennen machen? Was meint ihr? Ich hab gerade voll den Heiligenschein hier auf. Dann guck doch mal. Ich muss mir da mit dem blöden Fenster da hinten echt was einfallen lassen. Der ist aber schon richtig rum, ich kann den nicht anders. Andersrum ist noch heller. Jetzt haben die uns gar nicht gezeigt, wer gewonnen hat, ne? Trials of Mana. Und somit ein herzliches Hallöchen auch an die Seite von YouTube. Wir sind heute am 23.04. bei mir live im Stream auf meinem Twitch-Kanal. Link dazu findet ihr unten dann in der Videobeschreibung oder auch rechts oben auf meinem YouTube-Kanal. Ebenso wie Twitter, Discord und falls ihr mal vorbeischauen wollt, eventuell auf feed.net, die Kurzmitteilungsseite für Content Creator und Gamer. Auch den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, wir starten heute mit Trials of Mana. Ich habe es schon hier. Wurde heute geliefert. Hat mich heute DHL aus dem Bett geschmissen. Und ja, dann dachte ich mir, legen wir gleich los. Du hast Speicherdaten aus der Demo-Version. Die Speicherdaten transferieren? Nein, das wollen wir nicht. Wenn du neue Speicherdaten erstellst, verlierst du deinen Spielstand aus der Demo. Fortfahren, ohne die Demo-Speicherdaten zu transferieren. Ja. Ach, jetzt kann man hier in die Optionen rein. So. Jetzt weiß ich halt nicht. Moment mal, ich muss mal ganz kurz. Ich mache erstmal ganz leise. Dann gehe ich auf meine Standardeinstellung hier. So. Weiß nicht, geht das so? Ich glaube, so geht's. Musikversion, Neuauflage, Untertitel an, Sprecher an, Textgeschwindigkeit, automatischer Vorlauf, Kamerageschwindigkeit, gucken wir dann mal. Hatte ich die verstellt? Ich weiß gar nicht. Kampfanimation, Minikarte drehen an.
Minikarte anzeigen, Missionsanzeige, Steuerungsanzeige. Einstellungen zum Rennen, Standard. Was gibt's denn da? Standard. Steuerungskonfiguration, Urheberrechtshinweise, bla bla bla. Speichern. So, passt der Sound so? Mal Starbuck, Cardless, seid ihr noch da? Ich denke, ihr solltet mich auf jeden Fall hören, ne? So, dann haben wir eingestellt. Ansonsten muss ich nachher noch nachjustieren. Und ja, wie gesagt, auch an die Seite von YouTube und auch hier bei mir im Kanal, wir haben die Demo gespielt. Ich werde mit demselben Team spielen wie im in der Demo. Heißt, wir spielen Frauenpower. Und ja. Ansonsten ist es halt ein Zusammenschnitt. Ja, ein ungeschnittener Zusammenschnitt, was ich hier im Stream spiele. Mal als Hinweis für YouTube. Heißt, das komplette Gameplay, Pause und sowas schneide ich natürlich raus. Ja, aber das komplette Gameplay geht dann in Folgen geschnitten auf YouTube. Nur mal so als Hinweis. Und es ist immer schwer, noch als letzten Hinweis, YouTube und Stream unter einen Hut zu kriegen. Ja, deshalb eventuell, wenn sich der ein oder andere wundert. Ja, wer dann reines Let's Play erwartet oder so, muss ich euch leider sagen, dann sucht euch besser einen, der reines Let's Play macht. Sagt, bei mir ist es halt nur quasi, dass man das später eventuell jemand nachschauen kann. Oder hier und da Hilfestellung, wenn einer bei einer Quest nicht weiterkommt oder so. Dazu ist das Ganze gedacht. Dann starten wir. Die Helligkeit bitte so einstellen, dass das linke und rechte Bild sichtbar ist. Ich sehe das. Ihr auch? Alles klar. Schwierigkeitsgrad. Wir probieren normal. Unser Dark Boss. Hallöchen. Willkommen auf meinem Kanal. Normal. Und natürlich, wie immer, während Videosequenzen ist die Cam aus, also nicht wundern. So, wir haben Durant. Durant ist ein stolzer... Hallo. Hey. Durant ist ein stolzer junger Soldat aus Valsena, dem Königreich der Ebenen. Obwohl er einen hitzköpfigen und kampflustigen Eindruck erweckt, findet sein Können mit dem Schwert im ganzen Reich Anerkennung. Durant liebt seine Heimat voller Inbrunst und hat großen Respekt vor dem Heldenkönig, einem guten Freund seines verstorbenen Vaters. Angela. Die werden wir spielen. Hab eine Frage, habt ihr im Netz nicht dazu gefunden? Sorry für die Frage. Also ich weiß diesbezüglich nichts, also ich stream's. Bei Square Enix muss man ein bisschen aufpassen, ein Tag vorher passiert in der Regel nichts. Ja, wenn der jetzt, keine Ahnung, ja, eine Woche vorher würde ich persönlich nicht streamen. Ja, weil dann ist die Chance sehr hoch, dass man gestrikt wird. Ja, heißt, dass man reported wird und dann eben DMCA oder wie das heißt. Aber einen Tag vorher passiert in der Regel nichts mehr. Und wie gesagt, ich habe es ja hier auch. Also ich habe es offiziell. Ist heute geliefert worden, von daher... So, Angela ist die einzige Tochter der wahren Königin von Altenia, dem verschneiten Königreich der Magier. Da ihre Mutter in ihrer Kindheit kaum Zeit mit ihr verbracht hat, neigt die Prinzessin zu trotzigem Auftreten, trägt knallbunte Kleidung und spielt den Leuten in der Burg Streiche, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Trotzdem liebt sie ihre Mutter über alles. Angela hat es nie geschafft, das Wirken von Zaubern zu erlernen. Ein Problem, das sie bis zum heutigen Tage plagt. Das wird unser Hauptcharakter. Keine Ursache, der The Dark Bots. Sie hat Intelligenz, Geist und halbes Glück, knapp halb. Kevin ist ein Thronerbe von Verolia. Ey! Sein Vater herrscht als König über die Bestienmänner, seine verschwundene Mutter war jedoch ein Mensch. Kevins Vater hat ihn zu einer wahren Kampfmaschine erzogen, was sich in mangelnder sozialer Kompetenz äußert. Da er es nicht gewohnt ist, sich mit Menschen zu unterhalten,
ist er mitunter schwierig zu verstehen. Das Eis um das Herz des Jungen begann erst zu schmelzen, nachdem er sich mit dem Wolfswelpen Karl angefreundet hat, und dieses Hoch und Runter, das nervt ohne Witz. Also selbst wenn ich hier selber, dann könnte das doch bitte aufhören, oder? Oh. Charlotte, das wird unsere zweite im Team sein. Charlotte ist die Enkelin des Priesters des Lichts. Hörst du mal dein... Sag mal, ich mach doch hier gar nichts. Charlotte ist die Enkelin des Priesters des Lichts und wirkt infolge des Elfenbluts in ihren Adern wesentlich jünger, als sie eigentlich ist. Wahrscheinlich ist dies der Grund dafür, dass sie von den Personen im Tempel, die für ihre Erziehung zuständig waren, stets verhätschelt wurde. Charlottes fröhliche und offene Art hat durchaus positive Aspekte, kann sich jedoch manchmal... Ey, sag mal jetzt! Manchmal auch als Nachteil erweisen, da haben wir's. Obwohl sie ein eher neugieriges Naturell besitzt, ist sie abergläubisch und ein kleiner Angsthase. Kevin ist mir jetzt schon sympathisch. Meinst du den da? Ja? So, hier haben wir noch Adlerauge. Adlerauge stammt aus der Wüstenfestung Neval, in der eine Gilde edler Diebe beheimatet ist. Der Waisenjunge wurde von deren Anführer Flammenkahn gemeinsam mit Falk und Jessica, dessen leiblichen Kindern, großgezogen. Da er lässig und charmant wirkt, ist es manchmal schwierig zu erkennen, wann er etwas ernst meint. Seinen Freunden gegenüber ist er allerdings bedingungslos loyal. Nichts entgeht seinen geschärften Sinnen und seinem wachen Verstand. Ja, der mag auch keine Menschen. Resi ist die Prinzessin des gebirgigen Königreichs Laurentien und Kommandantin der berühmten Amazonenwache. Sie besitzt einen eisernen Willen und ist ziemlich bodenständig. Obwohl manche sie als stur bezeichnen würden, ist Resi stets zur Stelle, um denjenigen Unterstützung zu gewähren, die sie brauchen. Als Kind hat sie ihre Mutter verloren und seitdem bei der Erziehung ihres kleinen Bruders Elliot mitgeholfen. Am wichtigsten für sie sind ihr Vater, ihr Bruder und das Königreich. Sie kämpft mit Lanzen. Ihre Stärken sind Fernangriffe, Unterstützungsmagie und Herbeirufungen. Und Heimat ist Laurentien. So, das wird unser dritter Charakter. So, dann. Die Angela wird Nummer 1. Genau. Charlotte wird Nummer 2. So, und Resi wird Nummer 3. I am Reese. Somit It is a pleasure to make your acquaintance. Spielen wir dasselbe Setting wie in der Demo. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, bis zur Demo, den Inhalt kenne ich schon, und dann fliegen wir blind weiter. Mit dieser Gruppe fortfahren, ja. Silberne und goldene Mana-Statuen. Genau, die silbernen waren Spiele speichern, die goldenen füllen mit noch auf, ne? Angeblich steht irgendwo auch noch eine ganz besondere Mana-Statue, okay. Let's go. In Altena, the Kingdom of Magicians, the true queen's magic was all that kept the freezing temperatures of the surrounding snowy lands at bay. But as the mana of the world grew weaker, so did her power. Bit by bit, the ice and cold began to encroach on the castle. Citizens! We all feel the magic draining from the land as mana weakens. For our mighty kingdom of Altena, this is of grave concern. We shall not sit idly while our country crumbles. No, no, we must open the forbidden portal to the sanctuary of mana, and then we can obtain the Sword of Mana.
I thought that was just a magic. Be still. Legend says the portal to the Sanctuary of Mana only appears after activating the Mana Stones throughout the world. Obviously, no country would willingly give up a precious Mana Stone, so we expect a certain amount of resistance. We shall muster our strength and take the Mana Stones by force. Our true queen will obtain the Sword of Mana to rule her magic empire. Long live the true queen! Glory to Altena! Oh, come on, Jose! Please? Harsh! No need to shout, Your Highness. Honestly, you know, I used to be the sharpest of the great magic users in the Altanish court. Whoa, hang on. I do not need another trip down your winding memory lane. Just teach me the rest of yesterday's lesson. Klappt wohl nicht so ganz, eh? I've told you time and time again. You cannot use magic simply by learning the steps. Your magic has not manifested because you rely on form instead of spirit. Oh, please, not another lecture. Fine, I just won't ask for lessons anymore then. Take that. Deine Trotznase, eh? Oh, this child. Look, there's Victor. Hey, Victor! Hey! Oh, morning, Your Highness. Have you finished your magic lessons already? You know Jose complains to me whenever you skip lessons, right? Please consider my plight next time, Your Highness. Angela, princess and heir to the throne of Altena. With a heavy burden dogging her steps, Angela grew up fatherless in the shadow of her mother's royal duties. Her childhood was extremely lonely. Instead of affection from her mother, it seemed all she received were scoldings. Oh, die arme Kleine. Though she knew that the queen had important responsibilities that kept the two from playing, that knowledge didn't stop Angela's frustrated tears. Starved for attention, the princess grew into a rebellious youth. She often acted out, playing pranks on members of the court. Though Angela became a renowned beauty, much like her mother, she remained woefully unable to wield the magic power of her bloodline. That lack of talent was never far from her mind. Ugh. I am so bored. Why does nothing ever happen around here? So, dann müssen wir mal... Okay. Wie komme ich hier nochmal? Hier, Optionen. Nein. So. Naja, viel schneller ist es auch nicht. Ah, das war ausweichen. Das war zuschlagen. Rennen. Ah, so ging Rennen. Okay. Was habe ich eigentlich gesucht? Ich habe keine Ahnung mehr, wie das funktionierte. Oh. Rennen mit diesem Befehl? Ja, habe ich doch schon. Ein Bonbon.
können wir nix. Kann ich hier rein? Abgeschlossen. Na toll. Ich will nicht rennen. Geht ihr zurück, eure Hoheit? Die Magier üben ihre Zauber? Ist ja schon gut. Ah, okay, das ist doch ein bisschen zu schnell. Machen wir 8. Ah, hier war noch was. Ein Sachensam. Da sind die wieder. Die wahre Königin kann Altenia in einem Zustand des ewigen Frühlings halten, doch die Blumen scheinen in der Kälte zu verwelken. Hier können wir nichts nehmen. Da können wir auch nichts machen. Da dürfen wir noch nicht, das wissen wir schon. Servus. Silberne und goldene Mana-Statuen. Interagiere mit den silbernen Mana-Statuen, um dein Spiel zu speichern. Goldene Mana-Statuen ermöglichen es dir, nicht nur den Spielstand zu sichern, sondern stellen auch deine TP und MP wieder her. Du kannst deinen Fortschritt auch in einer Herberge speichern. So, wir speichern. Jawohl. Halt, waren wir hier schon? Guten Morgen, eure Hoheit. Bin gespannt, ob sie es wieder getan haben. Was meinst du? Aber keine Spoiler. Es ist mittlerweile sehr schwierig geworden, Vorräte zu bekommen. Zwischen der Burg Altenia und der Hafenstadt Alrand im Osten wimmelt es von Monstern. Oh, haben wir was zu tun? Die Mümmler? Sagt man nichts. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal Secret of Mana gespielt vor 1000 Jahren, aber nie beendet. Hatschi! In letzter Zeit ist es viel kälter geworden. 10 Lucre. Ich glaube, Lucre war Geld hier, ne? Da kommen wir auch nicht rein. Die gelben Dinger, die da rumhüpfen, vielleicht sagen dir Pogo-Puschel was? Ah, die gelben Dinger, die glaube ich, kenne ich schon draußen, ja? Ah, guck mal. Gegenstandsring. Was habe ich jetzt gekriegt? Das habe ich... Oh. So, hier haben wir den, hier haben wir den, hier haben wir da. Ah, genau, nach unten waren die Aktionen. Das weiß ich, das habe ich in der Demo ewig gesucht. Können wir auch nichts machen. Ich finde das eh eher so lustig. Oh, halt, mit der muss ich reden. Eure Hoheit, Victor hat vorhin nach euch gesucht. Dankeschön. Haben wir hier noch was? Na, guck einer an. 40 Lucre. Ich glaube, Lucre war das Geld. Das war das Schwere, das war der Leichte. Hier waren die Gegenstände, oder? Dein Ringmenü lässt sich über das Gegenstandsmenü bestücken. Drücke Steuerkreuz nach oben, während du die Gegend erkundest oder einen Kampf bestreitest, um das Ringmenü aufzurufen. Vergiss nicht, dass du sowohl unterwegs als auch in Gefechten nur die 12 verschiedenen Gegenstände einsetzen kannst, die dem Ringmenü zugewiesen sind. Du kannst dir einen Vorrat von bis zu 9 Exemplaren jedes Gegenstands für die Verwendung im Kampf anlegen. Deine Gegenstände siehst du in der Liste auf der linken Seite. Mit A kannst du sie dem Ring zuweisen. Über die Liste auf der rechten Seite kannst du die Reihenfolge der Gegenstände ändern oder sie entfernen. Okay. Engelskelch belebt einen bewusstlosen Verbündeten wieder und stellt alle TP wieder her.
Stellt bei einem Verbündeten 200 TP wieder her. So, wir gehen mal da rein. Die heißen im Original Pogo-Pusche. Und im Remake wurden daraus Mümmler gemacht, warum auch immer. Ja, da manchmal fragt man. Ich habe ja davor, also ich habe letzte Woche Samstag Dragon Quest beendet. Nein, Freitag. Freitag. Und ey, was mich hier da auch genervt hat, die haben sogar Namen übersetzt, ja, also. Das fand ich dann schon ein bisschen crazy. Und hier können wir nur im Kreis laufen. Da war ich doch schon. So, muss ich hier rein. Eure Hoheit, ihr seht heute reizend aus. Noch ein Bonbon. Kisten kann ich ja keine kaputt hauen. Auch nicht. Ich würde gerne sagen, ich habe die Demo gespielt, ich weiß, wo ich hinlaufen muss, aber ich muss wieder alles absuchen, weil ich habe mich hier irgendwie besiegt. Nochmal 20 Lucre. Die Wachen bestehen zwar nur aus Frauen, aber in Altenia gibt es auch viele Magier. Der Purpurzauberer soll sich sogar mit der Königin messen können, so lautet zumindest das Gerücht. Die wahre Königin ist auf einer wichtigen Besprechung, es geht um das Schicksal des Königreichs oder so. Natürlich ist auch der Purpurzauberer zugegen, ich glaube, da wird ein Kriegsrat abgehalten. Ja, das haben wir schon einen Teil mitbekommen. So, wir müssen noch darüber. Da kam ich doch gerade raus. Was will denn der? Will der mich verarschen? Ach echt, jetzt hier drüben habe ich einen vergessen. Die war aber vorhin nicht da. The Crimson Wizard is training the mages harder than ever. I heard some were injured, but I suppose that's one of the dangers of war. I'm not sure, but the Crimson Wizard might be as powerful as Her Majesty the Queen now. Oh, there you are. Your Highness, the Queen and her advisor have called for you. I will wait for you in the gardens. Now is not the time to dawdle. Please hurry, Your Highness. Gut, wir müssen uns beeilen. Obala. Aber dieses Klack irritiert mich immer noch, ne, wenn sie die Waffe wieder wegsteckt. Wobei ich das Laufen ja auch cool finde, ne? Das ist halt so gut wie kaum schneller. This is urgent. Her Majesty is preparing our troops to invade Valsena across the sea. We must go to her, Your Highness. Okay.